Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 24. Februar. Es grüßt Sie wieder Christian Kämmerer und wir wollen heute natürlich wie immer anhand der Sendung den Forex-Markt beleuchten. Gestern gab es eine kleine Pause zur Sendung. Das war terminbedingt leider der Fall, aber nichtsdestotrotz heute neuer Tag, neues Glück, neue Chancen. Und da schauen wir gleich mal auf den Markt, der hier unten in der Top 15 sozusagen sich mal hier anreiht. Also hier die Major FX-Pairs, sprich alle Paare, die mit dem US-Dollar im Kontext stehen und die nachfolgenden Währungspaare mit hohem Interesse der Marktteilnehmer. Gold inklusive wohlbemerkt als älteste Währung der Welt zeigt sich ja hier weiter robust, aber speziell wollen wir den HIDA, gerade eben war er noch ganz vorne, US-Dollar gegenüber Schweizer Franken, nämlich den Swissie in den Fokus nehmen. Der liefert sich hier mit dem Euro-Britisch-Pfund-Schlagabtausch um die Führung, obgleich alle Währungen heute bislang von der Range her sehr, sehr übersichtlich unterwegs sind. Die Daily Ranges, also das zur Verfügung stehende Potenzial, ist bei weitem nicht ausgeschöpft, noch nicht mal 50%. Das heißt, heute hier kann durchaus noch was gehen in Sachen Momentum. Warum habe ich den US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken mitgebracht? Hat mehrere Gründe. Zum einen eine interessante Gegebenheit deshalb, weil wir von Wochenbeginn an, da sehen Sie an dieser Wochentagsübersicht, eine starke Tendenz haben oder haben, die hier zum Ende der Woche immer weiter abflacht. Sie sehen, ganz starker Montag hier beim US-Dollar Schweizer Franken, 67% positive Schlusspreise während der vergangenen 52 Handelswochen. Das ist eine Hausnummer, geht dann aber hier sukzessive zurück, bis eben hier dann zum Freitag, wo wir dann doch schon deutlich im negativen Bereich sind, im Vergleich hier zu dem starken Montag, dann doch schon 20% statistisch eine schwächere Tendenz im Vergleich eben direkt zum Montag und auf Freitag bezogen hier mit 47% positiver Schlusspreis, eben ein leicht negativer Bias, muss man sagen. Stark negativ dann hier alles unter 40%. Das noch nicht der Fall, aber die Tendenz, wie gesagt, ein Stück weit schwindend. Gehen wir mal auf den US-Dollar Schweizer Franken im Tagesschart ein. Hier sehen Sie das Big Picture. Sie wissen, 15.01.2015, großer Crash beim Schweizer Franken. Das ist mittlerweile relativiert. Gucken wir uns doch nochmal ganz kurz an. Das heißt, Sie sehen, nach diesem Ausverkauf, nach dieser Monsterkerze, hat sich das Währungspaar relativ zügig wieder stabilisiert. Wohl dem, der hier den Mut hatte, direkt reinzugehen im Januar noch, der wurde hier saftig belohnt. Seither aber pendelt das Währungspaar grob seitwärts, ohne wirklich eine richtig schöne Dynamik zu entfalten. Was aber auffällt, ist die Parität. Die Marke, sprich Pari von 1,00. Das ist ein Level, das war hier interessant 2008, 2009, hier nochmal Pullback 2010, nah rangelaufen 2012, hier Ausbruchsversuche 2015, bevor der Crash übrigens kam, und so weiter. Zuletzt eben auch hier ein neues Mehrjahreshoch. Platziert hier im November 2015 mit Preisen oberhalb von 1,030. Seither aber hier wieder eine abfallende Tendenz. US-Dollar Schweizer Franken interessant, deswegen jetzt in den Tageschart. Wir haben unlängst hier eine starke Schwäche gesehen, ergo auch umgekehrt im Kontext zum Euro-US-Dollar, denn beide Währungspaare haben hier einen hohen Korrelation, eine hohe negative Korrelation vielmehr. Dazu nicht erschlagen, aber zeige ich Ihnen mal die Korrelationsmatrix, die sich hier in verschiedenen Zeitfenstern darstellen lässt. Hier geht es eben um positive und negative Korrelation, das heißt nichts anderes als eben hier der Gleichlauf bzw. Gegenlauf von Währungen. Und wenn wir hier auf den US-Dollar Schweizer Franken gehen und hier eben den Euro mit in den Kontext nehmen, da sehen wir hier entsprechende Muster und hier einen Wert von minus 0,95, also eine negative Korrelation in einem Korrelationskoeffizienten von 0,95. Das heißt, hier ist eine sehr, sehr starke negative Korrelation zu finden. Hier im Einmonatschartintervall, das kann man auch auf verschiedene Timeframes runterbrechen. Im Dreimonatschartintervall ist es nicht ganz so stark. Da sind wir bei 0,76, aber minus 0,76, aber alle Werte unter, in dem Fall 0,75, 0,7 sind hier negative Werte bzw. Werte, die einen hohen Korrelationseffekt eben haben. Also ganz klar nicht zu bestreiten. Das heißt, wenn US-Dollar Schweizer Franken eben fällt, wie hier zuletzt gesehen Anfang Februar, dann steigt ergo Euro-US-Dollar und umgekehrt. Jetzt aktuell sehen wir hier oder sahen wir unlängst eine sehr ausgeprägte Euro-Schwäche wieder. Genau das hier im Gegensatz dazu US-Dollar Schweizer Franken, spricht der Swissie, mit einem Erholungsimpuls. Jetzt ist eben die Frage, wie geht es weiter? Wir haben unlängst hier einen Ausbruch gesehen unter dieses Support-Level 0,9815. Da wurde übrigens hier schon mal darauf hingewiesen im Dezember. Eine schöne Supportzone tatsächlich. Es erfüllte sich auch eine Erholung bis in den Januar hinein. Jetzt hängen wir aber irgendwo mittendrin. Tatsache ist, wir haben hier ein tieferes Tief gemacht im Verlauf
der Bewegung seit Anfang Dezember, ein höheres, tieferes Hoch vielmehr und jetzt im Anschluss daran ein tieferes Tief seit dem Bewegungsimpuls vom Anfang Dezember. Dieses setzte allerdings hier in dieser Aufwärtstrendlinie seit Mai 2015 auf, Erholung erfolgt und jetzt aber hier mittendrin statt nur dabei. Es ist ein Stück weit eine Gretchenfrage, wenn man sich das Währungspaar auf Tagesbasis anschaut, wohin denn jetzt die Reise gehen mag. Grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, dass es kurzfristig durchaus noch nach oben gehen kann. Die Marke von Parität eben hier ein Thema. Schaue ich mir nämlich das Ganze hier im Chart an, im Tageschart, lässt sich hier bei der Parität, machen wir es direkt exakt, einen Widerstandsbereich erkennen, der hier eben seit ja, Mitte Januar seine Relevanz hat. Hier nochmal einen Support gefunden, 3.2., dann klarer Durchbruch, Ausverkauf. Jetzt sind wir exakt da wieder gelandet. Für ein Bearish Engulfing hat es gestern nicht ganz gereicht, aber die Kerze hängt hier irgendwo mittendrin der Kerze vom 22.2. Man kann diese Kerze hier vom Montag sozusagen als Triggermarke nehmen, sprich ein Ausbruch über die Parität, ein deutlicher Ausbruch. Also hier muss man schon 10, 20, 30 Pips drauflegen. Würde hier eigentlich Potenzial nach oben initiieren, bis 1,02 etwa, bis zur Abwärtstrendlinie, die sich hier seit dem Hoch vom November herleiten lässt. Schrägstrich geht das Paar hier unter das Tief vom 22. der Kerze 0,9902 in dem Fall, insbesondere per Close. Dann sollte man hier mit einem Rückfall Richtung 0,9815, vielleicht sogar hier nochmal mit einem Test dieser Aufwärtstrendlinie rechnen. Das sieht ganz interessant aus. Kurzfristig, wie gesagt, hier auf Tagesbasis ein Stück weit uneins. Triggermarke die Kerze vom Montag. Gehen wir mal in den Stundenchart. Was haben wir denn hier? Da sieht es auch interessant aus, denn wir haben natürlich hier, ich ziehe mal das Widerstandslevel der Parität auch nochmal runter. Wird auch nochmal deutlich, dass es sich hier um ein interessantes Level handelt. Aber wir haben hier natürlich auch eine leichte Stabilisierung. Das ist jetzt hier der Stundenchart. Hier mit diesen Hochs vom 16. Ausbruch hier leicht stabilisiert, kleine Unterstützung gefunden. Gestern hier auch nochmal das Niveau getestet. Hier bei 0,98, 95, 96 Roundabout. Sieht also sehr, sehr interessant aus. Warum könnte aber der US-Dollar Schweizer Franken heute bullisch sein? Ergo, weil wir haben heute einen positiven Wochentag. Sehen wir hier. 55% ist eine fallende Tendenz, aber der Wochentag selber durchaus noch positiv. Und was sehr interessant ist, will ich Ihnen heute nicht vorenthalten, die Fuzzy-Vektorlogik beim US-Dollar-Schweizer-Franken. Da haben wir heute einen bullischen Tag. Hier 140 Erscheinungen mit einer Trefferquote von 61,4%. Ist nicht der Brüller. Ja, also 70 oder mehr Prozent wären schön, aber hier gerade noch in die Triggerzone reingefallen. Denn alles über 60% wird sozusagen hier von der Fuzzy-Vektorlogik erfasst. Und hier haben wir im Prinzip eine tendenzielle Ausrichtung während der Bewegungen der 140 Erscheinungen, die sich der letzten Tage ähnelten, hier von einem positiven Handelstag auszugehen, der in Richtung 0,65% geht. Tagestief 0,9909, da waren wir knapp. Aber was sehen wir hier? Das prognostizierte Tageshoch liegt knapp über der Parität bzw. 1,0007 ist im Prinzip bei der Parität. Und das führt mich dazu, dass man tatsächlich davon ausgehen kann, wenn wir heute ein neues jetzt noch Tageshoch sehen sollten, rechne ich hier durchaus mit einer weiteren Bewegung in Richtung der Parität. Hier scheint mir dann A für heute Schluss und B auch generell, dürfte ergo den Euro-US-Dollar auch hier nochmal ein Stück tiefer führen, um dann im Anschluss den Euro wieder nach oben schnippen zu lassen. Sollte nämlich US-Dollar Schweizer Franken hier bei der Parität scheitern, also erneut den Widerstand bestätigen und nach unten abdrehen, rechne ich ergo mit einer Erholung bzw. weiteren Aufwärtsbewegung beim Euro-US-Dollar, wie im Stream auch gepostet, gehe ich hier eigentlich mit Blick auf die nächsten Tage, Wochen von einem anziehenden Euro gegenüber dem US-Dollar aus, was hier beim US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken eine Schwäche initiiert. Insofern mal Augen auf, was da passiert. Schauen wir uns kurz noch die Saisonalität an mit Blick auf die kommenden 20 Tage. C seitwärts. Dann aber Anfang März doch eher eine Schwäche zu verzeichnen. Wird spannend, was der Swissie uns hier bietet. So viel zum aktuellen Geschehen und zur Einschätzung des Swissies. Ich denke, recht informativ. Heute Nachmittag übrigens auch noch wieder das Webinar, das JFD-Devisenradar-Webinar, 15 bis 16 Uhr kostenfrei. Wenn Sie mögen, schalten Sie ein. Da werden wir wieder quer durch das Forex- und Universum schwimmen sozusagen. Also bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.